Gestern sprachen ja mit Jerome Powell und Christine Lagarde, die beiden Notenbankchefs der USA respektive der Eurozone. Und ich will das mal nutzen, um ein bisschen die Lage zu vergleichen in den USA und in Europa. Spezieller Fokus hierbei auf Deutschland und das mit der Frage Zinsen einerseits, KI-Euphorie andererseits und diesem schleichenden Abstieg in Deutschland, den wir derzeit erleben, der sich nicht so dramatisch anfühlt, weil eben die Arbeitslosigkeit sehr gering ist, anders noch als unter Schröder. Als da die Agenda 2010 kam, die Arbeitslosigkeit wirklich hoch war. Dadurch war ein Problembewusstsein in Deutschland vorhanden. Wir müssen was ändern, wir müssen was tun. Dieses Problembewusstsein ist nicht vorhanden derzeit. Man kümmert sich möglichst wenig CO2 auszustoßen und übersieht, dass eine gut laufende Wirtschaft eben die Voraussetzung schafft, dass man überhaupt mit Erneuerbaren wirklich erfolgreich sein kann und einen Sozialstaat vor allem finanziert. Kann. Schauen wir uns aber die Dinge mal an, wie die Lage derzeit aus meiner Sicht darzustellen ist. Wir hatten gestern ja diese Aussagen von Paul, die dann nochmal die Märkte euphorisiert haben. Die Fed ist nicht weit entfernt, Confidence zu haben, dass sie die Zinsen senken könnte. Das hat natürlich hier einen Schub nochmal gegeben. Gestern die Märkte ja schon bereits vor den Aussagen von Paul und auch Lagarde gestiegen. Also das war so ein richtiges Zuckerl. Das ist so ein bisschen wie im Dezember, als Jerome Powell ja gesagt hat, ja, wir haben über Zinssenkung gesprochen, dann hat er die Märkte enttäuscht auf der letzten Sitzung, als er sagte, nee, März unwahrscheinlich. Jetzt wieder das Zuckerl an die Märkte, die ohnehin schon völlig besoffen sind von der KI-Euphorie und heute der Abgleich dann mit den US-Arbeitsmarktdaten, also mit dem Thema Soft Landing. Wie schaut es aus mit der Wirtschaft? Und wir sehen ja die letzten beiden Arbeitsmarktdaten sehr, sehr stark. Über 300.000 Regierungsdaten, die dann gerne nachher nochmal deutlich nach unten revidiert werden. Heute die Erwartung um und bei 200.000 und wichtig auch dann die Stundenlöhne, die ja im letzten Monat um 0,6% gestiegen sind. Einer der größten Anstiege der letzten Jahrzehnte. Und schauen wir uns mal an, was die Analysten erwarten. Ich hoffe, Sie können das gut sehen. Durchschnittliche Schätzung 198.000, höchste Schätzung 286.000, die niedrigste Schätzung laut Bloomberg Terminal 110.000 und hier sehen wir mal die Schätzungen der bisher besten Ökonomen, also der treffsichersten Ökonomen zwischen 210 und 286. Einer hat hier 145, die sind hier nach gerankt sozusagen nach ihrer bisherigen Prognose-Performance. Also wir dürften in der Zahl wohl nicht so die ganz große Abweichung sehen. Aber vielleicht doch, denn wir sehen gestern die JOLTS, die zwar um und bei einen Ticken besser waren, also die offenen Stellen in den USA, aber da sehen wir doch einen relativ klaren Abwärtstrend, diese offenen Stellen. Dennoch gibt es eben mehr, deutlich mehr offene Stellen als offiziell Arbeitslose. Und was jetzt gestern auch gekommen ist, das war der Challenger Jobs Report. Das sind praktisch die Entlassungen. Wir hatten jetzt im Februar die höchsten Entlassungen eines Februars seit den Folgen der Finanzkrise. 84.638, vor allem aus dem Bereich Technology und Finance. Also wir haben ja immer wieder diese Schlagzeilen, wie viele Leute da entlassen werden, auch in den USA. Nur in den Arbeitsmarktdaten zeigt sich das bisher kaum. Jetzt mal ein kurzer Schwenk zur EZB. Die hat praktisch ihre Wachstumsprognose deutlich nach unten genommen, damit ein relativ düsteres Bild gezeichnet und deswegen eben auch ihre Inflationsprognose nach unten genommen, weswegen die Märkte jetzt eben verstärkt spekulieren, dass wir 4 Zinssenkungen sehen in diesem Jahr. Und die EZB hat viel mehr Gründe, die Zinsen zu senken als die Amerikaner, denn strukturell ist die Inflation hier niedriger, weil eben die Wirtschaft deutlich schwächer ist, wie Andreas Deno Larsen zeigt. Selbst wenn wir jetzt sehr große monatliche Anstiege sehen würden von 0,5, dann würden wir dennoch irgendwann bei 2% jetzt noch im Frühling landen oder im Spätfrühling landen. Also das ist, Inflation ist jetzt in dieser Situation in Deutschland, in der Eurozone nicht so hoch. Wir werden sehen, wie es da weitergeht, aber die Amerikaner haben das Problem, weil da eben eine völlig andere Situation, auch viel mehr Stimulus passiert ist. Und hier sehen wir mal die verschiedenen Wachstumsperspektiven zwischen den USA und der Eurozone. Eurozone geht immer weiter nach unten, USA geht weiter nach oben, was natürlich dann Sinn macht, dass der Euro gestern wieder stark zulegen konnte.
zum Dollar, obwohl ja auch Lagarde angedeutet hatte, naja, Juni, Juli könnten die Zinsen sinken. Aber jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Märkte, bevor wir dann nochmal zu Deutschland im Speziellen kommen. Paul Volcker hatte ja gesagt, Inflationsbekämpfung und die Bekämpfung exzessiven Verhaltens der Märkte durch Extreme Speculation and Risk Taking sei essentiell, um eben die Inflation zu bekämpfen. Gestern hat Paul gesagt, Interest Rates right now are well into restrictive territory, well above neutral, also die seien besonders restriktiv. Das sehen wir allerdings in der Realwirtschaft nicht, das sehen wir auch an den Finanzmärkten nicht, dass das wirklich sehr restriktiv ist. Wir sehen schlichtweg, dass Paul hier weiter im Grunde die Blasenbildung weiter forciert, noch mehr Gier, noch mehr FOMO hier praktisch anstößt. Und das Interessante ist ja, das sehen wir hier, Fear and Greed Index jetzt wieder extreme Gier. Das Interessante ist ja, dass die Märkte es verkraftet haben, dass die Erwartungen für sinkende Zinsen immer weiter nach hinten rutschte und immer weniger Zinssenkungen eingepreist wurden. Aber dann hat man sich gesagt, egal, wir haben ja KI, die wird eh alles verändern. Also können wir die Zinsfrage mal ein bisschen hinten anstellen. Gestern dann die Euphorie auch, weil eben jetzt die Zinsfrage sozusagen diesmal als Positivum gesehen wurde. Wir haben jetzt praktisch hier sichtbar mal an den March Rate Cut Odds, die lagen ja teilweise bei 90% noch im Januar. Die sind jetzt praktisch bei Null, aber die Märkte sind trotzdem gestiegen, eben vor allem wegen dieser ganzen KI-Geschichte. Und das ähnelt dann so ein bisschen hier, was bei Nvidia passiert, in der Struktur GameStop, was wir schon hatten, diese Meme-Aktien-Euphorie, die Tesla-Euphorie, die beide jetzt ja schon in sich zusammengefallen sind. Das wird die Nvidia-Euphorie und die KI-Euphorie zumindest im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster auch. Wir werden langfristig wahrscheinlich sehr große Auswirkungen durch KI sehen, aber kurzfristig wird das komplett überschätzt. Wir sehen ja das Versagen von Google Gemini, von Microsoft, der Copilot und so weiter. Das ist jetzt bisher noch nicht der allergrößte Schrei, den wir hier aus Lutetia bisher wahrnehmen konnten. Wir sehen die Euphorie bei den Privatanlegern. Wir sehen hier einen Bloomberg-Indikator. Wir waren schon noch mal euphorischer im Laufe der Zeit, aber es ist schon ziemlich am oberen Ende und das Ganze wird dann noch durch diese Zero-DTE-Optionen gewissermaßen angeheizt, also Gambling, wie hier der ehemalige SEC-Chef gesagt hat, die sollten nicht erlaubt werden, denn die verstärken ja diese ganze Situation. Die meisten gehen auf steigende Kurse, kaufen also Calls. Die Dealer, die diese Calls verkaufen oder diese Optionen verkaufen, müssen sich dann abhatchen, müssen also das Underlying kaufen, eine Nvidia zum Beispiel als Aktie. Und so spult sich das Ganze nach oben und dann sehen wir solche Phänomene wie bei Supermicrocomputer, die jetzt wieder so überkauft ist, wie es bisher nur eine Aktie in der Geschichte der Finanzmärkte gewesen ist. Welche ist das, meine Damen und Herren? GameStop. Jetzt haben wir Supermicrocomputer. Vielleicht werden wir die bald umbenennen in super duper, mega cool, extrem geil Microcomputer. Oder das wäre doch mal ein Vorschlag, wenn das so weitergeht, meine Damen und Herren. Und jetzt gibt es so ein paar Miesmacher, gell? Einer von JP Morgan, nämlich Matt Reiner, sagt, das langfristig agierende Geld verkauft jetzt in dieser Situation. Und die Frage, die sich stellt, warum jetzt verkaufen, dann könnte man antworten oder dann ist die Antwort, dass hier diese Greed, Speculation, Tina Hopes durch die Decke gehen. Taking profits is healthy and a responsible thing to do. Die Regel Nummer 101 sagt, verkaufe, wenn du kannst, nicht, wenn du musst. Und er zeigt eben hier damit diese extreme Frenzy, diese extreme FOMO, die derzeit am Start ist, die beste aller Welten, die eingepreist wird, und sagt, hier ist jetzt Vorsicht angesagt. Natürlich kann all das weitergehen, kann noch extremer werden, aber je extremer es wird, umso höher wird dann der Preis dafür zu zahlen sein, für diese Extreme.
Das haben die vergangenen Entwicklungen gezeigt. Wir sehen auch hier diese Mega-Konzentration in diesen 10 größten Companies in den USA. Hier sehen wir, dass die Earnings auch nach oben weisen, ganz deutlich bei denen, aber eben deutlich weniger als die Kurse gestiegen sind. Ohne die Magnificent Seven würden wir sogar eine Earnings Recession haben, also die Gewinne gehen zurück. Nur die sind es also, die das Ganze oben halten, aber eben auch nicht alle. Apple zum Beispiel ist ja unter Druck, jetzt so stark überverkauft wie seit 6 Jahren nicht mehr, weil alle jetzt Nvidia schreien. Und hier sehen wir mal, noch hat Apple fast das Vierfache an Umsatz wie Nvidia, hat natürlich auch eine deutlich geringere Marge. Die Margen sind ja noch sehr gut bei Nvidia, weil sie sich das noch herausnehmen können. Und hier sehen wir, viel fehlt nicht mehr. Dann ist Nvidia an Apple vorbeigezogen. Gewichtung jetzt im S&P 500 4,97, Apple bei 5,82, Microsoft bei 7,00. Tesla übrigens jetzt auf Rang 12 abgerutscht, ist also nicht mal mehr unter den Top 10. Auch das sagt uns einiges, und gestern auch ähnliches Muster wieder an den Märkten. Nvidia 4,5%, Apple hat es nicht mal in diesem Markt geschafft, positiv zu werden. Meta stark, Amazon, das ist so die Reihenfolge, Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, Google, Apple, Tesla, das ist so das grobe Muster, nicht an jedem Tag ganz genau, das hier zu beobachten ist. Und diese KI-Euphorie, die hat natürlich einen Anhalt, wie jede Blase einen Anhalt hat, eine reale Grundlage, die aber dann überschätzt ist, die zu groß aufgeblasen wird. Das sehen wir etwa an den TSMC Zahlen, da sind die Umsätze jetzt in den ersten beiden Monaten, also Januar und Februar, um 9,4% gestiegen. Und das, obwohl offenkundig das, was von Apple kommt, und Apple hat 25% des Umsatzes gemacht, also Auftragsfertigung für Apple, 25% des Umsatzes für die taiwanesische Chipfirma ausgemacht. Das ist offenkundig weniger geworden, aber AI-Nachfrage im weitesten Sinne hat das Ganze hier nach oben gehen lassen. Gucken wir uns mal aber die Erwartung an von TSMC, dann ist das Wachstum deutlich geringer, als es etwa 2022 war, auch geringer, als es 2020 war. Also die Dinge werden sich verändern, aber die Bäume wachsen eben nicht sofort in den Himmel. Kurzfristig überschätzt man das Potenzial von KI, langfristig wird das Potenzial sehr groß sein, aber kurzfristig glaube ich, ähnlich wie bei Cisco und dem Internet, als alle sagten, Cisco ist das ganz große Ding, weil die stellen ja letztendlich die Router für das Internet. Also geht es an denen kein Weg vorbei. Wir wissen, es gab einen Weg vorbei. So wird es wahrscheinlich auch bei Nvidia sein. Und gestern hatten wir nachbörslich dann die Zahlen von Broadcom. Und dann sehen wir links mal den Nasdaq Future, der mal eben um 180 Punkte innerhalb von Sekunden eingebrochen ist, weil die Aktie zunächst schwer unter Druck war, von über 1400 Dollar auf unter 1300 Dollar gefallen ist, sich dann wieder derrappelt hat auf 1362 Dollar. Aber wir sehen, da ist nicht viel Raum für Fehler in diesen KI-Geschichten. Broadcom zählt ja so zu dieser KI-Euphorie, auch eine Aktie, die wahnsinnig gut gelaufen ist. Jetzt kommen wir nochmal nach Deutschland, meine Damen und Herren. Habeku Roberto, der besucht jetzt Washington. Massenhaft Schulden für das Klima. Der Wirtschaftsminister möchte ein so großes Investitionsprogramm haben wie die USA. Dieses Investitionsprogramm ist natürlich auch ein Treiber dieser Wirtschaft in den USA, auch der Inflation in den USA. Gestern hatte ja der Bundesrechnungshof dem guten Robert praktisch ziemliches Versagen konstatiert, dass diese Energiewende dabei sei zu scheitern. Und das große Problem, das bringt, glaube ich, der derzeitige Roland Berger-Chef auf den Punkt, der sagt, das ist der größte Wirtschaftsumbruch, den wir haben. Nicht alle begreifen die Lage. Und die Firmen hier stecken in einer tiefen Krise. Da diese bislang aber nur wenige Menschen betreffe, fehle noch das Bewusstsein dafür. Und dabei seien alle Branchen betroffen. Und er sagte, in dieser Krise wird es keinen massiven gesellschaftlichen Druck durch Arbeitslosigkeit geben, denn viele, die ihren Job verlieren, werden wegen des demografischen Wandels in einem anderen Unternehmen gebraucht. Und die Kehrseite ist dann eben, die meisten Menschen sind nicht zu Verzicht bereit, um der Krise entgegenzuwirken. Es geht immer noch zu oft darum, mehr zu kriegen, als wirklich gegen die Krise zu steuern. Ich glaube, das ist das große Problem, was der gute Mann hier auf den Punkt bringt. Wir sind da nicht fokussiert wirklich auf Problemlösung, weil es geht ja irgendwie so auch weiter. Wenn ich jetzt meinen Job da verliere, dann kriege ich eben einen Job woanders.
Und alle denken vorwiegend an sich selbst und nicht an das große Ganze. Wie wir diese Wirtschaft, die so lahm, die so unimpulsiv ist in Deutschland, wie wir das wieder nach vorne kriegen, wie wir dieses Denken, dass der Staat unsere Energiewende planen muss, wie wir das wegkriegen, damit wieder Wachstum kommen kann, das ist, glaube ich, mit der entscheidende Punkt. Und das sehen wir hier zum Beispiel. Wir haben heute mal positive Zahlen. Das erste Mal seit April, muss man sich vorstellen, also fast einem Jahr, ist die Industrieproduktion in Deutschland wieder gestiegen. Allerdings zum Vorjahresmonat, also vor einem Jahr, waren wir noch 5,5% höher. Wir sind also 5,5% niedriger jetzt. Und rechts sehen wir mal, was hier der Fall ist. Vor allem die Autoproduktion bricht dramatisch ein, während sich die anderen jetzt so ganz leicht erholen. Aber ohne die Autoproduktion wird das Ganze nicht laufen. Abschließend, meine Damen und Herren, noch eine Empfehlung. Madame Lagarde, EZB und FED bereiten Zinswende vor. Die klaren Signale, sie wollen es gerne, können sie es auch. Die EZB wird es müssen. Die FED ist politisch unter Druck. Paul hat wohl gestern auch den Abgeordneten da ein Zuckerl geben wollen, die ja niedrigere Zinsen fordern. Hier also die Artikelempfehlung, eine einzige für heute und das Marktgeflüster heute früh und kürzer, weil ich dann ins Wochenende früh entschwinden will. Ich sage Servus und Ciao.